Es wird allerhöchste Zeit für Folge Nummer 3. Und genau darum geht es in der heutigen Frage. Es ist nämlich Loki Folge 3 rausgekommen. Eine für mich geniale Folge mit diversen Offenbarungen, aber dazu komme ich später nochmal auf jeden Fall. Zu Beginn erstmal, Love ist nicht Thunder, Love ist a Dagger. Also auf Deutsch gesagt, Liebe ist ein Dolch. Das beste Zitat von Loki und eine richtig coole Anspielung. Und wo wir gerade sowieso bei Anspielungen sind, einer der coolsten Momente dieser Folge war tatsächlich, als Loki einfach Champagner getrunken hat in einem bescheuerten Zug auf irgendeinem Planeten, wo gerade eine Apokalypse stattfindet, und dieses Glas auf den Boden geworfen hat und sagte, das war gut, nochmal. Nur eine coole Anspielung an Thor 1, als er das erste Mal Bier auf der Erde getrunken hat. War ziemlich interessant gemacht, muss ich sagen. Und gehen wir mal weg von den Anspielungen und kommen wir mal mehr zu der Folge. Also, die so ziemlich größte Offenbarung, können wir gleich mal erwähnen, war, dass wohl alle dort angesässigen Zeitagenten Variablen sind. Bedeutet, sie sind alle irgendwie eine Variante. Es gibt keinen wirklich von den Zeithütern erschaffenen Menschen oder von den Zeithütern erschaffenen Personen. Es kam wirklich raus, dass es alles Varianten sind von diversen Planeten, aus diversen Zeiten und die das nicht mal wissen. Wir haben das gesehen, als eine Zeitagentin im Prinzip von Lady Loki gefangen genommen wurde oder aufgrund diverser Gender-Vorwürfe, weil Loki so ein maskuliner Name ist, will Lady Loki nicht mehr Loki genannt werden, sondern tatsächlich Sylvie. Was nur vage abgeleitet von Loki ist, was Loki auch schon festgestellt hat, interessanterweise. Dennoch ist das dann irgendwie eine Differenzierung. Wir haben auch herausgefunden, dass während Loki ja seine Kräfte primär durch seine Mutter erlangt hat, hat sie sich das Ganze selber beigebracht. Und sie ist wohl drauf und dran, gerade Loki diese Kräfte beizubringen. Wäre interessant, wenn Loki in der Lage ist, mittels Illusion auch in den menschlichen Geist sozusagen einzudringen und Leute so zu überzeugen. Wäre auf jeden Fall ein interessanter Faktor und muss man auf jeden Fall mal so berücksichtigen, weil Loki wird auf jeden Fall eine Entwicklung durchmachen. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung es geht. Das wäre auf jeden Fall ein guter erster Schritt, um seine Entwicklung ein bisschen zu festigen. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter. Das Interessante an dieser Folge war ja tatsächlich diese Dynamik zwischen Loki und, nicht Loki, Sylvie. Wie arrogant, eitel und elitär und von sich selbst eingenommen muss man sein, um mit sich selbst zu flirten. Weil diese Dynamik hatten wir hier. Loki flirtet indirekt mit sich selbst. Also, klar, in wen soll sich Loki verlieben? Natürlich in sich selbst, das war irgendwie logisch. Natürlich, wir wissen nicht genau, was Loki gerade vorhat. Wir bedenken mal die wesentlichen Aspekte, dass Loki wahrscheinlich für sich selbst arbeitet. Dennoch wirkt das nicht ganz so. Ich glaube, im Hinterkopf hat er immer noch irgendwie Möbius und er würde sie, glaube ich, auch gefangen nehmen. Er nutzt natürlich immer die Situation, so kennt man Loki. Er nutzt die Gelegenheit und will seinen Vorteil rausschlagen. Nur in dieser Folge wirkte das etwas anders. Und im Endeffekt versuchen sie jetzt gerade, den Planeten zu retten, die Apokalypse zu verhindern. Am Ende der Folge gab es natürlich einen heftigen Cliffhanger, muss man sagen, weil als sie versucht haben, diesen Reaktor zu reparieren, um die vermeintliche Apokalypse aufzuhalten, nämlich dass der Mond mit dem Planeten kollidiert, ist dieser Reaktor direkt kurz vorher eigentlich zerstört worden. Das heißt, was kann jetzt passieren? Entweder wir kriegen den ersten Auftritt von jemand Besonderem, wer weiß, vielleicht sogar Thor selbst, oder die Time Agency taucht doch noch auf und verhindert natürlich genau, dass Loki und Lady Loki im Prinzip auf dem Planeten zugrunde gehen. Was noch interessant ist natürlich, weil das ist ja eine Apokalypse, die sowieso geplant war. Bedeutet, wenn diese Apokalypse verhindert wird, was passiert dann? Inwiefern wird es den wahren Zeitstrahl beeinflussen? Weil das wäre auch theoretisch dann eine neue Konstruktion von diversen Varianten. Was natürlich nicht im Sinne der Time Agency ist. Und viel interessanter wird auch sein, wenn sich Möbius und Loki jetzt treffen mit dem neu erlangten Wissen. Wenn Loki dieses Wissen nutzt und Möbius damit konfrontiert, dass er einfach nur eine Variante ist, wie wird Möbius darauf reagieren? Jemand, der so loyal zur Time Agency steht. Und viel interessanter, seine Chefin, weiß die davon? Ist sie auch eine Variante? Oder steht sie vielleicht sogar höher im Kurs? Weil wir wissen natürlich, dass die meisten von den Varianten sind. Bestätigt von Lady Loki. Im Prinzip sind alles Varianten. Heißt, die Zeithüte haben wahrscheinlich keine Leute erschaffen. Wäre auch irgendwie unlogisch, wenn man drüber nachdenkt. Also jetzt im Nachhinein ist es leicht zu sagen natürlich, aber im Endeffekt kann man hier festhalten, ich meine, sie können sich mit der Zeit aus und sie beherrschen die Zeit, sie manipulieren die Zeit und sie nutzen sie entsprechend. Das wäre das ungefähr dasselbe, was der Timestone kann, aber sie sind nicht in der Lage, Materie zu formen oder zu erschaffen. Bedeutet, sie sind insofern Götter, wenn man das auf die Zeit berücksichtigt. Aber was jetzt Organisches angeht oder überhaupt Organisches zu erschaffen, das wäre wahrscheinlich über deren Kenntnissen. Die Frage ist, warum wollen sie nicht, dass die Leute wissen, dass sie Varianten sind? Wollen die unbedingt so in ihrem Glauben festhalten und ewig manipulieren und ewig ausnutzen, das können ja auf jeden Fall keine guten Motive sein. Wie wir in Folge 2 ja bereits festgestellt haben, es gibt nicht direkt gut oder böse. Es ist alles eine subjektive Ansichtsweise. Zum Ende können wir auf jeden Fall festhalten, das war eine sehr interessante Folge. Es
war leider kein Auftritt von Möbius in der Folge möglich. In der nächsten Folge könnte es natürlich sein, wie gesagt, durch die vorprogrammierte Apokalypse. Aber das war auch mal interessant und auch diese Dynamik eben zwischen Loki und Sylvie. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß, viele fanden die Folge vielleicht ein bisschen langweilig und nicht so actionreich. Ich fand sie sehr informativ und das ist natürlich auch gut für die Handlung, weil wir dürfen nicht vergessen, die Serie hat nun mal nur 6 Folgen und wir sind jetzt bei der Hälfte angelangt. Das heißt, wir brauchen jetzt auch mal so ein paar neue Infos und müssen ja ein bisschen voranschreiten. Und eben weil es nur 6 Folgen sind, können wir vielleicht sogar in der nächsten Folge einen interessanten Gastauftritt erwarten. Ich werde dich natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es mit der Serie aussieht, neue Theorien rausbringen, neue Sachen rund um Marvel allgemein. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr so sehen und hören möchtet. Und nicht vergessen, immer abonnieren, immer einen Daumen nach oben geben. Natürlich ganz wichtig, auch im Namen von Loki. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Haut rein! We'll be right back.